Hey Bob, hast du Bock, einen Fledermaus-Mutanten zu töten? Hey Bib, ja, voll geil, Mann. Ja, dann musst du nur an diesem Hebel ziehen, Mensch. Und dann kommt der Fledermaus-Mutant? Ja, einfach bei Lara vorbei. Und damit herzlich willkommen zurück. Tritt unsere Hebelgruppe bei Tomb Raider 1. Ja, ich guck schon mal. Vielleicht sehe ich ihn da hinten noch schon. Guck mal, da ist er doch. Jetzt einen Sniper haben, ne? Ich kann ja schon mal ein bisschen rangehen, dann kann ich noch einmal zurück. Ich glaube, der kommt schneller, als du denkst. Ich glaube, er ist da. Ja, das ist immer erst die Richtung, dann das Springen oder so, ne? Da muss man immer aufpassen. Also ich weiß halt nicht, was aber sie da macht. Aber ich habe die Munition gesehen. Sie springt dann hoch, obwohl ich zur Seite drücke und... Ja, ich glaube, man muss es bewusst wirklich nacheinander drücken. Erst zur Seite und dann. Ja, ja, genau. Okay. Na gut, das macht die Hektik, glaube ich. Wollt ihr sehen, wie der Fledermaus-Mutant Lara tötet? Das gucken wir uns jetzt diesen Part ein paar Mal häufiger an. Ach, guck mal, da unten geht eine Tür auf. Geil. Haben wir das eben auch gesehen? Nee, habe ich eben nicht gesehen. Ich habe so einiges nicht gesehen. War das jetzt die eine Tür, die wir unten schon gesehen hatten, oder nicht? Das war ein bisschen lustig. Gerade habt ihr euch kurz angeguckt. Ja, war ein magischer Moment. Du könntest natürlich auch zurückspringen. Ja, der hat dich wegexplodiert. Gut, aber der ist irgendwie in meinem Kopf explodiert. Ja. Also es war gut, bis es nicht mehr gut war. Jetzt wissen wir zumindest, welche Tür da aufgeht. Ja, das ist die bei der Pfote, genau. Ja. Also, was machen wir anders? Ja, du kannst dich, also, wenn du normal klettern willst, kannst du natürlich auch einen schnellen Weg nach unten suchen und dann unten kämpfen. Da hast du natürlich viel mehr Platz. Hier ist tatsächlich wenig Platz. Das sind 3 Blöcke so ungefähr, ne? Das ist ein Weg nach unten. Das ist der sehr schnelle Weg nach unten. Oh, das ist frustrierend. Also, wie viele Hits hält der aus? Zu viele. Und die Kamera ist auch blöd, aber ich könnte vielleicht bis da hinten zurückrennen einfach. Ja, du brauchst halt auch wirklich ein bisschen Glück bei so einem Trial. Ja. Guck mal, ich habe ja ein bisschen Zeit. Ich könnte mich ja hier so hinstellen. Oh, vielleicht kann er gar nicht so hoch fliegen, das wäre cool. Ich glaube, er hat zumindest Wegfindungsprobleme. Explodier. Ja. Ja. Ja, das ist es doch. Er hat dir noch seinen Kopf entgegengeworfen oder so? Hab ich einfach gesagt, ist mir egal, geh weg mit deinem Kopf. Ja, also ich meine, das würdest du jetzt jedes Mal wieder so machen. Du kannst es natürlich abspeichern. Ja, Also wie ich eingangs sagte, habt ihr Bock, so einen Fledermaus Dämon zu killen? Ach, jetzt beginnt eigentlich der Part. Ja, moin Leute. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Also, wir dürfen nicht vergessen... Ach, guck mal, da oben auf der Sphinx, das ist ein Schlüsselloch, kein Secret. So, wir gehen jetzt aber einfach hier weiter. Das sieht nämlich so aus. Das sieht aber aus nach einem schwierigen Sprung. Ja, gerade gespeichert. Aber wir können tatsächlich noch ein bisschen dichter rangehen. Ja, dadurch wird der Sprung auch automatisch schräger. Achso, du willst direkt oben landen. Ja, du bist bei der Magnum-Munition gelandet. Ich will mich echt verarschen heute. Die an die würdest du aber auch rankommen, wenn du dich dann runterhängen und fallen lassen würdest. Aber da kommst du wahrscheinlich erstmal nicht mehr hoch. Ne? Ja, genau. Vor allen Dingen muss ich den ganzen Weg nochmal... Nee, das machen wir anders. Und wir wollen ja zu den Flying Uzzis. Ja, zu den Flying. Flying through the air. So, dann ist es halt ein Direktsprung. Ja. Hörst du schon wieder flappen? Nee. Gut. Ich sehe auch nichts. Ja, anscheinend triggern ja immer irgendwelche Items, diese Sachen. Ja, oder irgendwelche Hebel. So, das ist ein Long Jump hier, ne? Ja. Erstmal nach unten gucken, ob da noch irgendwas ist. Nee, da ist nur... Das ist ein Vierersprung. Der ist echt weit. Hup. Mehr geht auch nicht, ne? Nee, mehr geht auch nicht. Ich finde aber gut, dass sie tatsächlich keine Tagesform hat. Sie springt immer gleich weit. Ja, ich sehe in den Höhlen da überhaupt nichts. Außer ein bisschen Lichtentfall, warte mal. Ja gut, das... Aber das Schlüsselloch wird sehr deutlich. Ja. Da muss ein Ank rein. Das sieht man sogar in der schlechten Grafik, sieht man sogar, was da rein muss. Ja. So. Haben wir. Tutankhamun. Kennt ihn ja auch, ne? Ja. Ja. In Kamaun. Das ist zu weit. Ich muss, glaube ich, von da springen, ne? Ja. Vielleicht speicherst du nochmal. Ja, ich speichere auch nochmal. Bin da jetzt eher lieber eine Nummer übervorsichtig, als dass ich denn. Also hier muss man sich echt freuen über jeden Gegner, den man abzwitschert. Ja, die sind auch echt tatsächlich stark. Da oben, ach da guck mal, da ist die Tür, die aufgegangen ist. Da. Ah, okay, das ist die andere Tür. Das ne? ist die, ja. wo man nachher, wo wir gesagt haben, das ist der Rückweg. Okay. Ja, okay. Aber wir wissen noch nicht mal genau, wie man da hinkommt, ne? Aber wir werden es rausfinden für euch.
Ja, wir, doch, doch, da gehen wir einfach hier den Weg weiter. Dann kommen wir da hin. Okay. So, und jetzt. So, ne? Ja, mit oder ohne? Ich habe ja gerade. Ach, ich speichere einfach nochmal. Was soll schief gehen? Ich glaube, wenn jetzt wieder Flügelfreunde kommen zum Beispiel. Ach, Quatsch. Das muss man halt auch voll wissen, sonst. Natürlich. Aber wa warum sechs Spieleentwickler? Warum? Wa Ja, wa das weiß ich auch nicht. war es nicht fertig? Weil da wäre ja so oder so eine fliegende Da Plattform kommt auch gewesen. einer. Scheiße. Da kommt echt Er einer. springt zurück. Na, den hole ich mir von hier. Der weiß ja gar nicht, dass ich hier stehe. Guck Na, mal. das. Ich glaube, er kennt die Plattform. Und sein Kumpel auch. Sein Kumpel wahrscheinlich auch. Ja. Tatsächlich ist er aber erstmal doof vorbeigeflogen. Und solange ich seinen Kumpel nicht angreife, ist Greift ja er dich auch nicht an? doch schon, aber. Er fliegt erstmal drum rum. Ja, okay, wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Und nicht da sterben. Okay, ist egal. Ich dachte, er explodiert wieder so hart. Ey, Keine die Ahnung. unsichtbare Plattform ist es. Also hier Die ist es. solltest du in diesem Level nochmal angegriffen werden, geh doch einfach hierhin zurück. Ich bin ganz ehrlich, also hoffentlich gibt es unsichtbare Plattformen im Heiligtum des Gion. Das ist doch richtig gut gelaufen, Bob. Ja, und speichern. Und Spejan. So, und jetzt haben wir hier natürlich auch irgendwelche Erfolge freigeschaltet. Wir haben jetzt nämlich 1100 Schuss in den Uzis. Das ist nicht schlecht. Tatsächlich 2600 hier. Also die beste Waffe ist die hier. Dann, also so die Pistolen, dann die, dann Kannst du das so das. in etwa relativieren? Sind die Ja. Magnums doppelt so stark wie die Pistolen oder Ja, dreimal so genau. stark? Ja, genau. Also du brauchst, also da gab es mal irgendwie sowas. Also 24 Schuss brauchst du hier, also du brauchst damit 24 Schuss, um irgendwas zu töten. Dann brauchst du hiermit in etwa 12, damit in etwa 9. Und hiermit in etwa 6. Ach, mit den Uzis machst du sogar mehr Schaden. Mehr als mit einem, also als die Magnums auf jeden Fall, Halten ja. wir das für realistisch? Naja, du schießt, also die Schussfolge bei einer Maschinenpistole ist halt latent höher als Ja, bei. aber wenn du, also du brauchst nur 9 Kugeln aus der Maschinenpistole und aus der Handfeuerwaffe mit den dicken Naja, Kugeln gut, brauchst du okay, 12. also ich bin, also wenn wir das so machen wollen, glaube ich, ist ein Schrotflintentreffer immer ziemlich tödlich. Ziemlich tödlich. Ja, ich sag's, wie es ist. So, muss. So, und jetzt. Weiß ich aber nicht. Jetzt kommen wir hier doch aber nicht darüber, oder doch? Naja, Oder von du unten? kannst da neu klettern, aber wir wollen ja rechts auch noch die Sachen mitnehmen, die wir jetzt nicht mitgenommen haben, um Ja. den Raum hier vielleicht Ja, abzuschließen. oder soll ich mich hier fallen lassen? Ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal zurückspringen. Ja, aber mich da fallen zu lassen ist zu tief. Nee, mit festhalten und fallen lassen, war das dann auch zu Ja, tief? ich habe die Hälfte meiner Energie einfach so verloren Aber durch. da hast du dich nicht festgehalten, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Ja gut, wir haben ja gespeichert. Wir probieren es einfach aus. Das ist, glaube ich, kein super Weitsprung. Aber was soll's. Notfalls landest du halt einfach, genau. So, wo sollte ich landen? Hier unten? Du musst, glaube ich weiß nicht genau, Ne, war das hier nicht war noch das. weiter? Oder war das. Also da ist das. Ja, Da. Da ist genau. das noch weiter. Aber da Du komme musst wieder um die ich. Ecke wieder Aber zurückspringen. wenn ich da runtergehe, komme ich auch, muss ich den Weg nach oben wieder neu gehen, Ja, Bob. aber wir müssen wieder nicht wieder nach oben, oder? Doch für die Tür. Geht das nur hier lang, meinst Ich weiß du? es Gibt es keinen nicht. anderen Aufgang? Na, ich. Ja, gut, kann ich dir auch nicht sagen. Wissen wir nicht. Gucken wir ja. Also erstmal hatten wir ja gesagt, wir sammeln das ein, dann sammeln wir das auch ein. Hätte auch hier schon runtergehen können wahrscheinlich und über die Ecke springen können. Aber die Höhe ist gleich, das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Aber zu hoch sieht das nicht aus. Naja, also minimal, das ist Ja, okay. minimal. Ja, aber du weißt, über die Ecke kannst du laufen, wenn du dich geschickt anstellst. Ja, so sehe ich aus. Ich und geschickt, Mann. Ich glaube, es ist einfacher als springen. Sagst du Hier so? besteht ja die Chance, dass du auf jeden Fall viel zu weit springst. Es sei denn, da ist direkt wieder eine Ja, Wand. ist Okay, direkt dann eine ist es Wand. egal. Es sei denn, du knallst jetzt gegen die. Gegen die seitliche Wand. Das. So, Minion. Aber hoch kommst du hier halt nicht mehr, ne? Haben wir dann. Also, ja, aber müssen wir nicht. Wir können ja erstmal die Tür unten nehmen. Aber Ja, ich. können wir auch. Die war an der Denn. linken Pfote, glaube ich. Also, ich glaube hier. Na doch, es könnte sein, von da oben. Also, wir können das probieren nachher dann, ne? Also, die war ja auf der linken Seite, ja. Notfalls kannten wir den Weg halt raus und sind wieder da. Geht ja auch. Ja, kommen wir hier einfach runter? Ist das tief Mit genug? Hängen sieht es immer noch tief aus. Ja. Du kannst aber da rechts lang. Ja, genau, dann machen wir doch das. Dun, 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 dun. Aber die unsichtbare Plattform, die hat selbst die Verwirrung verwirrt, ne? Ja, aber das ist ja dann tatsächlich gut gelaufen für uns. Da wollte sie nicht festhalten, aber es war auch Nehmen nicht teuer, wir ne?
Ja, wir haben ja die zwei Flugdämonen quasi umsonst bekommen. Richtig, die gab's echt. Gratis dazu. Die haben wir, Lara, die sind wieder Tyrannosaurus, die haben Lara einfach nicht gesehen. Lara hatte Bock auf Demon Wings zu Mittag. Ja, weil wenn du dich nicht bewegst und so, dann denkt der Herr, das ist ein Stein oder so. Wir haben bald 300 Saves voll, Bob. Kriegt man da auch was? Ja, ich fürchte nicht. So, hier enger Gang, ja, fühle ich doch den Gorilla. Ja, aber das ist jetzt ja so ein Dämonen-Gorilla, ne? Mit Flügeln. Ah, Bob, kennst du noch die mit Flügeln? Vom Zauberer von Oz? Nee. Okay, oh, hier ist ein Tauchebecken. Tauchebecken. Und ein Jauchebecken. Und was haben wir hier sonst noch? Man muss ja hier auch irgendwie wieder zurückkommen. Das ist wohl hier. Aha. Und führt vielleicht auch beides ins gleiche Tauchebecken? Gucken wir. Hauptsache, es ist kein Krokodil drin, das wäre jetzt blöd. Dann solltest du vielleicht, bevor du tauchen gehst, ja, nochmal speichern, ne? Ich mein, das war jetzt nicht meine Idee, nochmal tief Luft holen, meinte ja, ich. Ja, natürlich, Bob. Ach, stimmt, sie war ja schon mal so eine Treppe runtergelaufen und hatte zu viel Schwung. Au! Aha. So, dann gucken wir doch mal, ob wir von hier unten ein bisschen mehr sehen. Also, bin ich ehrlich, ich sehe kein Krokodil. Krokodil sehe ich jetzt da auch. Da sehe ich aber, guck mal, da sehe ich noch was. Ja. Und das ist aber zu hoch, um da. Und das ist nicht das, wo du runterrutscht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, du kannst ja auch den anderen Weg runterrutschen und gucken, was passiert, aber. Vielleicht kann ich mich da an die Kante hängen und dann darüber klettern. Nee. Guck mal, der andere Weg ist doch direkt daneben. Ja, ich sehe sonst. Also, vielleicht kommen wir da ja. Es geht doch den anderen Weg runter. Komm ich denn hier eigentlich wieder raus? Ich glaube auch nicht, oder? Na, dann muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Du hast auch gespeichert, vergiss das nicht. Ja, wir gehen erstmal gucken. Okay, doch, das könnte sie schaffen. Das da oben schafft sie auf keinen Fall, ne? Da weiß ich nicht, vielleicht schafft sie das doch. Nee, das schafft sie auf keinen Fall. Und also kommt die Rutscherampe von da oben, rutscht sie quasi auf den Vorsprung? Klappt das? Guck mal. Ja, dann kannst du es einfach so einsammeln. Ja, sehr gut. Ich verstehe das Becken hier noch nicht ganz, was uns das jetzt bringt. Aber vielleicht, wenn wir auf der Plattform stehen. Ja, vielleicht ist das ja mal ein Liebesbecken. Also kein Liebesbecken. Oh, Liebesbecken. Liebesbecken mit Lara auf jeden Fall. Aber nee, vielleicht ist das ja mal eins, du fällst von oben runter und dann fällst du aber in weich. Kann ja alles sein. So, du meinst, ich soll mich jetzt hier einfach rückwärts ranhängen, ne? Lara und die wilden Flieger. Guck mal, du musst dich da noch ranhängen. Sehr gut. Ah, da haben wir mitgedacht, der Mann. Sehr gut. Sehr schön. Gedacht, gemacht. Ja. So, hier habe ich auch nicht so viel Angst vor geflügelten Gegnern. Ich höre jetzt schon. Ich höre dir flappen. So, also das war hier also ein Raum für Sonne, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Wir mussten einen Hebel ziehen, um hier überhaupt hinzukommen. Ja, man fragt sich ein bisschen, wofür, ne? Vielleicht ist unter Wasser noch ein Tauchtunnel. Ja, sonst sehe ich hier nichts. Wir können ja mal auf die Profi-Grafik umschalten und gucken, ob wir was... Ja, die Säulen sind ja auch sehr... stabil. Ja, also als würde hier vielleicht auch was passieren können, aber... Ich weiß es nicht. Weiß so, ich auch nicht. Erstmal speichern, dann darunter und dann... Und sonst den anderen Weg, wenn hier erstmal nichts geht. Doch, hier muss was gehen. Also wir haben hier eine Tür geöffnet, also... Eine Tür hier öffnet, aber ich... Entschuldigung, hier sehe ich nichts. Ich sehe hier auch nichts. Hä? Also ja, du kriegst hier Munition, das ist nett. Ich vermute fast, dass du hier irgendwas auslösen wirst und dann später nochmal zurückkommst. Ja, irgendwie sowas. Ja. Irgendwie so. Also die Deckenplatten sahen ja in der alten Grafik nun sehr danach aus, als könnte mit denen was passieren. Ja, kann sein. Aber für den Moment sehe ich hier sonst nicht, wie es weitergeht. Können wir nach oben nochmal gucken, ob es da irgendwie... Sonst wären wir uns so schlecht umgeguckt. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Vielleicht. Aber die Deckenlichter existieren ja auch nur wieder in dieser Grafik. Da, ja, das stimmt. Guck mal, da oben ist goldener Himmel. Ist ja auch Ägypten. Ja, nee, aber hier ist nichts, oder? Nee. Oh je, na dann müssen wir sehen, dass wir da auf der anderen Seite durch diese andere Tür. Du kannst erstmal gucken, ob du in der Nähe der Tür schon hochklettern kannst oder ob wir den ganzen Weg wieder gehen müssen. Ja, wenn wir den ganzen Weg gehen müssen hier unten lang, dann schneide ich das natürlich, aber. Vielleicht haben wir ja Glück. Das müsste ja dann von hier irgendwo losgehen, ne? Ja. So.
Puh, bin ich ehrlich? Ich glaube, das ist ein Schnitt. Gut. Ja. So, wir hoffen, dass wir nur auf diese mittlere Höhe müssen, um weiterzukommen. Alles andere wäre schlecht. Also wäre wirklich schlecht, weil wir dann doch noch mal eine ganze Etage höher müssten. So, einmal jumpen. Aber von hier wäre halt schon smart. Also für mich wäre es gut, wenn es so wäre. Bob, du guckst dich aufmerksam um, ob wir hier noch ein paar klödrige Teile finden. Das Einzige, was klödert, ist die Tastatur, glaube ich, gerade. Ja, die kann man sogar, glaube ich, wenn man ganz genau hinhört, hört man die Panzersteuerung. So, aber das sieht eigentlich gut aus hier. Ich Ja. bin zuversichtlich. Ich speichere mal. Nicht, dass meine Zuversichtlichkeit gleich erschüttert wird, weil hier wieder irgendeiner mit so einer So ein Feuerball-Bazooka Flieger an um hier mich. geflogen kommt. Ja. Wo ist meine unsichtbare Plattform, wenn ich sie mal brauche, ne? Okay. So, ich glaube, wir sind überwiegend den richtigen Weg gegangen. Wir Doch, sind. finde ich auch. Wir haben ja erst Ja, die Schalter gezogen, aber der Raum eben war. der Raum eben, der war ein bisschen seltsam. Der ist wahrscheinlich noch zu früh. Ja. So. Hier ist es auch einmal ganz still auch. Dann kann auch eigentlich mal wieder so ein Flieger-Flattermann kommen. Ich habe ja eigentlich keinen Hebel gedrückt. Dann kann keiner kommen. Dann bin ich sicher. Guck mal, meinst du Spawn durch dahinter? Hebel. Dahinter? Ach nee, das ist der Rückweg. Alles klar. Alles klar. Ja, das müsste es dann noch sein. Hier oben ist die Tür, die haben wir geöffnet. Ja, dann. Ist die Frage. Ja, dann. Also ich glaube noch was Liegt denn sehe da noch was beim Rückweg? ich. Ich kann mal runtergucken. Nur nicht runterrutschen jetzt. Nö. Da waren wir aber, glaube ich, auch Da schon mal, waren wir, ne? glaube ich, aber auch schon. Aber ich weiß nicht, ob wir danach Ach, im da Safe haben wir waren. das Secret, glaube ich, aufgehoben. Das war das, wo wir nochmal gespeichert haben, weil wir es nochmal aufheben mussten, vielleicht. Ja, Ah, ich weiß oder? es nicht. Ich weiß auch nicht. Wir gucken. Kann sein. Da sehe ich jedenfalls auch nichts. Gehen wir erstmal rein in die gute Stube. Ja, oder? Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja. In der guten Ja, Stube. erstmal speichern wir. Und dann gucke Vielleicht ich. kriegen wir einen Ank für die Sphinx. Das wäre schön. Erstmal im Dunkeln. Hier ist auf jeden Fall Ein Block zum ein Block Schieben. zum Schieben. Aber bevor wir schieben, nochmal hier gucken. Das ist der Block Wir zum Schieben müssen von auch der anderen schieben. Seite. Genau, wir müssen aber den hier rausschieben, damit wir da hochklettern Ja, können. okay, Ja, das sieht ja okay, aber das sieht, machbar aus. denke ich auch. Hier würde ich auch wieder 10.000 Secrets im Secret verstecken. Also gut, wir können ihn nur nach links oder rechts, aber wir können gleich nochmal gucken, ob wir hier drinnen noch schieben können. Ne. Sehe ich auch nicht. Hast du die Lara schon entdeckt? Nein. Ich auch nicht. Aber Kriech hat uns bestimmt darauf hingewiesen in den Kommentaren. Ja, ich glaube auch, dass Krieg sowas machen Ich glaube, es könnte. war auch im letzten Level vielleicht schon. Naja, es könnte auch im Heiligtum des Gion selbst sein. Guck mal, da ist noch so eine kleine lustige Schlange. Ja. Ja, ein Dratini. So, was haben wir hier? Nichts. Ist das nochmal speichern? Das Da sieht ist ein Ank. gefährlich Das aus. sieht sehr gefährlich aus. So, wir. Gegenstände kriegt man doch nie umsonst, oder wie war das? Nee, das ist leider so in diesem Spiel. Aber Lara macht's auch nicht umsonst. Mal gucken, was wir hier finden. Oh, er wieder! Hoffentlich kann er. Ah, der kann hier nicht raus. Geil. Meinst du? Oh, mutig bin. Das war die gute gerade Linie. Ja, aber die hat doch funktioniert, oder? Ja. Jetzt hat sie nicht von oben. Hat sie nicht ganz funktioniert. Aber der kann eigentlich auch nicht Man mehr muss die viel haben. Ruhe bewahren. Ich weiß gar nicht, sahst du bei den anderen nicht sogar eine Lebensanzeige? Die hast du jetzt nicht, ne? Nee, bei Pierre hatte ich das. Pierre ist explodiert. Gestern Nacht ist mein Centaure explodiert. Ich konnte nichts dagegen machen. Das ist mir billig genug gewesen. Das nehmen wir so. Der Kerngedanke lautet rein. Ja, der war ja auch schwer genug. Ich glaube noch was. So, siehst du Lara an der Wand? Wenn sie sich nicht gerade umgezogen hat, nicht. Da liegt da noch was. Ich sehe keine Lara an der Wand. Und vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, aber ich meine, ich hatte das gelesen in den Erfolgen. So nach dem Motto, nicht der erste Grabräuber oder so, finde Lara in Ägypten an der Wand, irgendwie sowas. So, Okay. das ist erstmal
eine Sache, die wir einsetzen können. Bei der Sphinx auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Aha. Ja, das Sagt sie würde ich gar sagen, nicht. ist. Nee, das sagt sie erst einmal im zweiten Teil. So, dann würde ich sagen, das ist doch aber eigentlich ziemlich perfekt, um den Part dann zu beenden. Und vielleicht bewirkt dir der Schalter an der Sphinx was, entweder an der Sphinx selbst oder in dem Raum, in dem wir noch nicht weiterkommen. Ja, oder wir haben da echt Grütze gemacht. Das werden wir alles erfahren. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dann, Herr Bob. Bis dann, Herr Wirb. Ciao. Ciao.